Hallöchen Leute, Servus und herzlich willkommen zu Folge 45 Let's Play Oracle of Ages und auch dieses Mal wieder mit Gast, es ist aber nicht der Olli, es ist der Kumpel aus Göttingen. Hallo. Und dieses Mal lüften wir das Geheimnis um den Namen, er heißt Martin. Jetzt hast du es gesagt! Ja, nein, alles gut. So, schön, dann, so. Genau, was machen wir denn jetzt diese Folge? Also, hier komplett abgegrast, das ist voll gut. Also wir haben im Inventar das da. Tokai Glasauge, ein Schatz aus der Tiefe. Und der Marco-Baum, der hat ja auch erzählt. Oder hat er da das gesagt? Warte mal, wir gehen noch mal kurz zu Marco-Baum. Ein Augen um. Die letzte Essenz muss irgendwo in La Brunna versteckt sein. Viel Glück. Das ist naja, gut, nicht okay. Gerade sehr viel. Ja, allerdings heißt es Tokai-Glasauge. So, und die Tokai, die gab's auf der Sichelinsel. Genau, also da kam der Schluss her, so. Genau. Trotzdem waren wir immer noch auf der Suche nach Gasha-Beeten. Ich glaube, wir haben auch noch nicht alle abgegrast. Ich habe natürlich jetzt auch jetzt offscreen nicht geguckt, das wäre hätte ich natürlich machen können. Aber mir haben Leute in die Kommentare geschrieben, dass es hier so dieser eine Ring, den wir haben, dass der hilfreich sein könnte, der uns dann irgendwie Beete oder so auf der Karte anzeigt. Wir können gerade mal gucken. Wir gehen mal in die Liste. So, und den Mata-Ring, den könnte man ja vielleicht ersetzen. So, sollen wir mal kurz gucken, welcher Ring, der müsste denn ja schon entsprechend heißen. Ob es da irgendeinen Ring gab, der tatsächlich hilfreich wäre für uns. Widerstandsring, Pegasus, Katapult, Akkabitz. Gucken wir mal. Was gucken wir einfach mal? Gärtnerring. Signalisiert Gasha-Beete. Das ist natürlich schön. Das heißt, der macht dann. Wenn es irgendwo ein Beet gibt, dann gibt es ein Signal. Okay. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir haben keinen Ring, der uns irgendwas auf der Karte anzeigt. Irgendwer hatte da in den Kommentaren was geschrieben. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber. Ja, nee, dann ist das der einzige Ring. Genau, mal gucken, ob wir den dann tatsächlich irgendwie auf die Karte bekommen, aber nun gut. So, vergiss nicht, Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen werden. Ja, dann tragen wir doch mal diesen Gärtnerring jetzt auch. So. Signalisiert Gasha-Beete. Da blinkt was. Ah, wie geil ist das denn? Talos-Gipfel. Cool. Ja, okay, das ist geil. Ja. Das ist dann tatsächlich ziemlich geil. Okay. Nice. Fett. Okay, cool. Ja, dann danke für den Tipp schon mal. Das heißt, wir reisen mal zum Talos-Gipfel. Aber da war ich doch schon. Bin mir gerade echt ein bisschen verwirrt. Ich war doch schon bei dem Talos-Gipfel, oder? Da war noch letzte Folge und. Aber warum wird jetzt nur da ein Beet angezeigt? Ich glaube, ich habe da doch wieder was reingepflanzt. Oder ist da jetzt das, was ich reingepflanzt habe, schon wieder gewachsen? Das kann ja auch noch sein. Was will mir das sagen? Naja, so die Zeit nehmen wir uns und gucken nach. Und dann können wir auch noch mal in der Vergangenheit das Ganze überprüfen. Schlecht ist das ja nun nicht. Willst du jetzt eigentlich hin? Weiter runter eigentlich. Ne? Will ich. Ja, genau. Ich will weiter runter. Finden wir raus. Dann sehen wir auch gleich nochmal hier, wie das jetzt in der Vergangenheit aussieht auf der Karte. Da blinkt genau hier was? Genau hier? Vielleicht wegen dem Teleporter. Talos-Gipfel. Ja, das ist wahrscheinlich, weil der Teleporter ist, ja. Die Verwirrung ist groß. Sehr große Verwirrung. Aber wir sind hier also quasi auf dem Talos-Gipfel. Aha! Hier also. Okay. Na, dann wahrscheinlich da oben bei dem Stein. Eigentlich wollte ich hier auch runter, aber.
Das Leben ist eine Reise. Ja, dann müsste ich ungefähr... ungefähr hier stehen, ne? Okay, aber es gibt auch ein akustisches Signal bei den Dingern. Cool, ja, so. Dann schauen wir doch mal nach. Wow! Das ist geil, okay. Cool. Wer hätte das gedacht? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Nice! Das finde ich schon mal schön. Okay, wir haben einen neuen Baum gepflanzt. So, jetzt war da unten aber immer noch dieser andere. So, jetzt habe ich schon irgendwie voll verpeilt, wie wir dann in der letzten Folge tatsächlich hingekommen sind. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nein, es darf auch nicht wahr sein. Warte mal. Können wir hier die Zeitreise machen? Grrr! Jetzt will ich schon noch mal wissen, was ist das jetzt für ein anderes Beet, das da unten geblinkt hat? Deswegen sind wir ja hier hin, wegen dem Zeichen da. Ich weiß doch nicht, was du hier alles verbuddelt hast in der letzten Folge. Aber das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn der jetzt aus der letzten Folge jetzt schon... so sind wir zu dem Herzteil gekommen, das damals da war. Das hilft mir jetzt nicht. Ja, aber okay. Immerhin, wir haben ein neues Gascha-Beet entdeckt, das wir noch gar nicht kannten. Deswegen, das finde ich doch schon mal voll gut. Also, das ist schon mal ein Anfang. Da ist die Folge gar nicht so verpeilt jetzt, zumindest in diesem Moment, wie ich es vielleicht befürchten würde. So. Ich glaube, hier können wir dann weiter runter. Und irgendwo hier müsste jetzt auch nochmal dieses Ding sein, was jetzt da... Genau. Thanos-Gipfel. Ja, das war der. Den habe ich da reingesetzt. Richtig. So. Jetzt müssten wir genau an der Stelle sein, wo das Gascha-Beet ist. Ja. Thanos-Gipfel. Ja. So. Schön. Na gut, wir haben wir das da auf der Karte. Na gut, okay. Also, wofür war jetzt der Ring nochmal gut? Außer für das akustische Signal, dann... Ja, da hat ja an dem Thanos-Gipfel hat ja was geblinkt, aber dann war das wahrscheinlich... Noch ein anderes Portal? Das war jetzt ja in dieser Zeit. Verwirrend! Leute, es ist verwirrend, es ist so verwirrend. Aber gut... Ach nein! Doch. Jetzt ralle ich's, oh mein Gott, okay. In der letzten Folge habe ich die letzte Zeitreise an dieser Stelle da gemacht. Das bedeutet, das, was da zu sehen war, war das Zeitreiseportal. Und das war rein zufällig auch jetzt an dem Punkt, wo hier das Gascha-Beet von gerade eben war jetzt. Also das wo wir jetzt hier gerade eben, hier ein Screen über uns. Das heißt, ich habe den Ring gerade total missinterpretiert. Weil hier... das Portal stand, dachte ich jetzt gerade eben, der Ring würde uns auf der Karte... Immerhin sehen wir hier die Gascha-Beete, so. Aber das ist, ja, das war jetzt echt Zufall. Und das habe ich jetzt gerade voll miss... Oh Gott, verwirrend, ja. Aber trotzdem, egal, es hat dazu geführt, dass wir hier oben eins entdeckt haben, das finde ich auch cool. So. Sichelinsel. Ja, so. Ja, Sichelinsel könnte man machen, aber ich will eigentlich gerade noch mal... Ich wollte mich nochmal woanders weiter umgucken. Weil wir haben zum Beispiel... Ja, das kann ich dir jetzt... Ja, Moment. Ich habe in der letzten Folge ein Gebiet noch nicht genau angeguckt. So. Das haben wir nämlich irgendwie völlig ignoriert. Mist. Ja, da haben wir auch schon wieder einen. Beziehungsweise, nee, also da würde in der anderen Zeit einer stehen. Haben wir uns den angeguckt? Ah! Also hier gibt es definitiv auch einen Gascha-Baum. Okay. Muss dann in die andere Zeit sein. Habe ich den jetzt letzte Folge geerntet? Nee, da haben wir nichts reingesetzt. Da können wir auch noch was reinsetzen. So. Ja, also sind wir letzte Folge nicht hier gewesen. So. Und jetzt müsste dieses Blinken nicht auf der Karte jetzt hier sein.
Ja, ganz genau. So, das ist also das Portal. Oh, meine Güte. So, nee, aber eigentlich will ich... nicht... Nein, eigentlich will ich nicht in dieser Zeit hierher, ich wollte in der anderen Zeit dahin. Ach ja. Genau, so. Hier wollte ich nochmal, weil hier diesen mittleren Teil der Karte, den hatte ich mir jetzt letzte Folge mit Olli nicht angeguckt. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da vielleicht auch nochmal irgendwo was finden können. Oder schon was gefunden hatten und was ich da ernten kann. Ja gut, nee, wenn hier was wäre, hätten wir ja ein Signal gekriegt. Der Ring ist ja tatsächlich ganz praktisch. So, aber hier sind wir überhaupt noch gar nicht gewesen. Also natürlich waren wir hier schon, aber halt nicht in der letzten Folge. Dann gucken wir mal hier diesen Teil nochmal an. Oh. Hier gibt's ein Beet? Na, dann buddel mal. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ja, das ist eine spannende Frage jetzt. Okay, siehst du, aber es lohnt. Geil, es lohnt sich immer wieder mal. Das ist jetzt Ambis Palast, genau. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Also gut, nochmal, aber dann stehen wir ja. Ja, bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Das jetzt. Ja, okay, gut. Man könnte in den Palast gehen und dann da. Okay. Okay. Interessanterweise, das. Oh Gott, das wäre ja hart jetzt. Na, wir stehen genau falsch. Mist. Ja, der schmeißt uns so natürlich raus. Warum? Weil. Ja, nee, die schmeißen uns raus. Oh Gott, wenn ich einfach unter der Platz reinspazieren. Okay, dann weiß ich jetzt aber gut, was ich tun muss. Vielleicht geht's auch einfacher, vielleicht failen wir gerade katastrophal, aber den Spaß erlaube ich mir jetzt. Für die Gascha-Bete! Was genau ist hier das Geheimnis? Also ich weiß ja zumindest, was ich jetzt vorhabe. Ah. So, ne? Also ich will jetzt da quasi in die Burg rein, an die entsprechende Stelle, dem hinter dem Typen durch die Tür, mich dort porten und dann lande ich da oberhalb. Klingt kompliziert. Super umständlich, ich weiß, aber vielleicht für uns die einzige Chance, da hinzukommen. Also danke auf jeden Fall an die Person, die das mit dem Ring empfohlen hat. Hier das mit den Signalen und so, das ist voll praktisch. So, hier, die kann man wenigstens erledigen. Genau. So, jetzt bin ich nämlich hier oben. Ich sehe es. Ja, voller Staunen. So. Und auf dem Rückweg gucken wir uns gleich mal, ob es einen besseren Weg gegeben hätte, der diese Mühe erspart hätte. Nein! Nein! Na, von da dürfte es jetzt. Und was, wenn es nicht geht? Weinen wir? Ah. Das war kein Weinen. Oh. Oh, knapp. Bei deinem Glück ist jetzt der Porter direkt auf der... So. Jetzt ist der Porter wahrscheinlich genau auf dem Weg, ja. Das kann natürlich sein. Ja. Ups, 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 ups. Aber wie geil, hier gibt es ein Beet. Okay, ist es nicht. Ah, sehr schön. Ja, ganz ehrlich, dieses Beet ohne Ring, da war ja überhaupt nichts, das darauf hingedeutet hätte, dass man hier irgendwie
Naja, gut. Hast du nicht die Unebenheiten im Boden bemerkt? Nein. So, wir pflanzen dann ein. Nice. So, also da kämen wir logischerweise nicht drauf. So, und jetzt gelb ist wahrscheinlich... Nein, das ist Sackgasse. Da kommen wir auch nicht vorbei. Ah ja, hier wäre es gegangen, über die Stufen. Ich will mir das jetzt einfach nur merken für den, naja, komm, dann heil mich halt kurz. Damit ich, dann bin ich zu dem Baum, den ich ihn ernten will, nicht wieder so umständlich dahin muss. Da gibt's sicherlich einen Trick, so, also hier runter. Aha, ja, das ist... Okay. Über die Stromschnellen an der Seite. Mhm. Oh wei, na gut. Ja, okay, über die Stromschnellen komme ich dann da nicht hin. Ah, wir hätten einfach nur darunter gemusst. Okay. Gut, dann weiß ich es jetzt. Sehr schön. So, jetzt können wir uns die Sichelinsel angucken, glaube ich. Machen wir. So, wie kommen wir da hin? Hatten wir in beiden Zeiten dort Portbäume oder nur in einer... was? Ja, ich sollte vielleicht die Sturmkerne legen und nicht schleudern. Das, ja, da geht's genau in die Sichelinsel. Perfekt. So. Sichelinsel. Warp. Düb ab, düb, düben. Ich nehme mal die andere Zeit. Das ist vielleicht, vielleicht besser. Musikalisch anspruchsvoll. Nee, aber... Ich weiß gerade ehrlich nicht, was... Das ist komisch. Kannst du mal so als Externer, kannst das vielleicht mal ganz ein bisschen einschätzen. Ist diese Folge gerade verpeilt oder nicht? Ich meine, immerhin haben wir zwei neue Beete erschlossen, was voll cool ist. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ja, die Verwirrung ist so groß. Du läufst doch sehr zielstrebig. Immer weiter. So, da ist unser Floß. Was ist das? Das Auge, richtig. Ja. Dann wäre das doch... Ja. Mann, das passt bestimmt nicht da rein. Ja. Nein. Wir schmeißen es weg. Es passt. Hammer. Ich kann jetzt nicht sagen, was mir die Statue jetzt besser gefällt. Ja, aber ich... Das könnte bestimmt der nächste Dino sein. Ich trau mich noch nicht. War das gerade? Ja, das war gerade. Hier auch? Das dann wieder hier. Okay, dann muss ich wohl graben. Was ist denn das? Also wirklich jetzt? Hammer. Da ist es ja schon. Boah. Dann hast du gleich was eine Belohnung, eine Folge, wenn du rauskommst. Ich bin echt ein bisschen, drei neue Beete in 18 Minuten 45. Wow. Cool. Wow, Schlange. Alter, dieser Ring. Wer hat mir diesen Kommentar geschrieben? Das war voll gut. So, aber wenn wir jetzt da reingehen, das ist bestimmt ja... Das ist jetzt... Warte. Beweise Mut, Weisheit und Kraft. Erst dann öffnet sich der Pfad in die Vergangenheit. Das sagt mir was, aber ich komme nicht drauf. Ja, wie soll ich denn... Ich hätte gerade schon gedacht, das ist ein neuer Dungeon, aber... okay, dann ist es ja doch nur ein... Naja, okay, Alter. Wir haben hier so ein Tokai-Glasauge gibt. Erstmal so, warte mal, die Dinger gehen mir gerade schon auf die Nerven. Red Ring. So. Besser. Der macht mehr Aua, weißt du? Ah, mehr Aua. Hier, bei den Dingern hüpfe ich lieber. Voll gut. Also ohne Scheiß, ich bin in dieser Folge auf die Kommentare gespannt. Wow, ouch. Oh Gott, ich nicht so ein Scheiß. Wow!
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann man dich hier nicht aufspießen lassen von dem Ding? Nein, kann man nicht. So, das sind Löcher. Das ist doch wahrscheinlich wieder so ein scheiß unsichtbares Rätselding hier von wegen, wo ist er? Da ist er. Aha, okay, gut. So, das heißt, hier kann ich schon mal stehen. Und da kann ich stehen. Ich will wahrscheinlich zur Treppe. Aber da... Okay... Das heißt, wir springen. So. Ja, dann werden wir schon mal bei der Treppe angelangt. Die Frage ist, ist da unten noch mehr? Was? Was vielleicht irgendwie toll ist. Aber ich glaube nicht. Wir gehen da jetzt rein. Wer weiß, vielleicht war da unten noch eine Truhe oder so. Du kannst ja später nochmal nachschauen. Ja, vielleicht kann ich später nochmal nachschauen. Ja, gut, können wir uns... Aha, okay. Ja, okay, klar, man muss noch einmal nachschauen. Da schlägt die Löcherkrankheit wieder zu. Okay. Das erinnert mich doch sehr. Wie hießen die guten Ritter? Ich komme nicht drauf. Stahlfoss Ritter oder was? Ja. Die meinst du? Ja. Ja. Oh, Schlange. Ja, wir können die mal in so eine Reihe schieben. Ja, das war schon mal ziemlich gut. Zählte das jetzt schon zu Intelligenz oder welche Prüfung war das? Naja, das sind so. Also, häufig sind so Schieberätsel symmetrisch aufgebaut oder ergeben irgendein Muster. Das hat sich ja. Die Musik ist geil. Ist das da ein Sarkophag? Die Musik ist echt gut. Gefällt mir. Oh, dieses dü, 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 dü. Das war cool. Das hat so was Mittelalterliches. Gefällt mir sehr gut. Sie haben einen Hang zur Erde. Ach schön. Was hab ich? Einen Hang zur Erde. Asche zu Asche. Staub zum Staube. Ja, mit diesen blauen Dingern weiß ich... Wow. Weiß ich immer noch nicht, was ich machen kann. Wir sind ihnen ja schon begegnet und irgendwas können wir damit wohl mal tun. Irgendwann und irgendwie. Aber nicht im Moment. Oh, da möchte ich eine Orchestration von machen. Das ist voll geil. Ja, ich glaube, da werde ich eine von machen. Moment mal. Das ist vollkommen richtig. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Außenrum. Ja, ich muss außenrum. Okay. Lass dran ran. Ja, gehe ich doch mal. Ja. Ah. Ein Hoch auf den roten Ring. So, und was haben wir denn hier? Level 8, antikes Grabmal. Oh dann Gott, diese Musik. Dann dürfte das wohl der Dungeon sein. Jo. Dann los, los! Boah, die Musik, ne? Alter, ja, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir nicht auch... Oh, Fee, komm her. Haben wir eigentlich auch gerade perfekte Folgenlänge, ne? Dann räumen hier noch ein bisschen auf und dann... So, eigentlich könnte man genau hier den Part beenden und dann geht's in der nächsten Folge los in den Dungeon. Wir beide können ja gerade mal überlegen, ob wir
eine weitere Aufnahme machen und in den Dungeon weitergehen oder nicht, aber diese Folge endet hier. Für die Zuschauer ja, genau. Soll das erstmal genug sein. So, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bin immer noch ein bisschen sehr perplex über diese Verfolge, genau, über diese Folge. Alter, was wir hier gerade nochmal Gascha-Bete gekriegt haben und ich habe mich total planlos gefühlt irgendwie und nur so halbwegs und dann haben wir da so viel erreicht gerade. Da war jetzt echt irgendwie das Schicksal auf meiner Seite. Und ich fühle mich trotzdem total verpeilt. Das ist irgendwie, ich krieg das gerade nicht ganz zusammen. Das ist echt cool. Und bevor da jetzt irgendwelche Gerüchte oder dergleichen aufkommen, nein, es ist immer noch, also nein, ne, ich bin in keinster Weise auf irgendwas vorbereitet. Es ist immer noch blind. Ich muss das einfach gerade so betonen, weil es mir selber so komisch vorkommt. Das ist es ja. Ja, er sieht auch sehr planlos aus. Ich kann das nur bestätigen. Na gut, okay, also dann macht's gut, ihr Lieben, und bis nächsten Freitag. Ciao.